Vielen Dank, Sabine. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Alles anders, einer Gesprächsreihe hier im Roten Salon der Volksbühne. Wir schreiben heute den 8. November, also den Vorabend des 9. Novembers, ein ja, geschichtsträchtiges Datum. 1918 dankte Kaiser Wilhelm II. Ab und die Republik wurde gleich zweimal ausgerufen, einmal von Scheidemann, das andere Mal von Liebknecht. 1938 ist dann das Datum der Reichspogromnacht, wo es zu massiven organisierten Übergriffen auf Jüdinnen und Juden kam. Und dann 1989 war der 9. November just der Tag, an dem die Mauer sich öffnete. Und insofern ist es, finde ich, sehr, sehr passend, dass nachdem mit der ersten Ausgabe Nora Bossong zu Gast war, heute Ursula Krechel da ist. Sie ist schon angekündigt worden. Ursula Krechel verfasst Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele, Essays und Romane, alles Genres, in denen die zu schreiben mir nicht wirklich gegeben ist. Die Liste ihrer Preise und Titel ist unglaublich lang. Das geht vom Deutschen Buchpreis bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Sie sind Ehrenpräsidentin des PEN Exil, Rückkehr aus dem Exil. Die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte, Entnazifizierung, Aufarbeitung werden von ihr auf eine besonders kunstvolle, ästhetische Art verarbeitet. Und deshalb bin ich besonders froh, dass wir Sie heute an diesem Tag hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Ich danke auch für die Begrüßung. Ja, ich bin schon vorgestellt worden. Mir obliegt, wie gesagt, die Ehre, hier Gastgeberin zu sein. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch von Interesse ist, Familie, Mitglieder und Freundinnen von mir wissen das bereits, ich kann komplett abtauchen und versinken in Büchern und Romanen, die entweder wie im Rausch durchlesen oder wie eine Feinschmeckerin die einzelnen Sätze langsam auskostend genießen. Und die Romane von Ursula Krechel sind eine wahre Fundgrube für Formulierungen zum Auskosten. Zwei davon wollen wir heute näher beleuchten in diesem Gespräch. Und wir beginnen mit dem Roman Landgericht. Über diesen Roman sagt man, es ist eigentlich ein Roman über eine Rückkehr aus dem Exil ohne eine Ankunft. Das Buch beginnt ganz sensibel mit dem Wiedersehen von Claire und Richard Karl Kornitzer. 10 Jahre waren diese Eheleute getrennt auch von ihren Kindern. Der Protagonist in dem Roman musste, weil er Jude ist, quasi Deutschland verlassen. Er flieht dann nach Kuba ins Exil oder wandert aus. Die Kinder wurden zur Erziehung, auch zu ihrem Schutz, nach England gebracht. Und man kennt das ja noch so aus der deutschen Heimkehrerliteratur, dass es da eine Widersprüchlichkeit der Gefühle gibt, doch die werden hier in einer besonderen Einfühlsamkeit am Anfang. Also dieses Wiedersehen eines Mannes und einer Frau, wie sie das einführen, das ist schon, das macht das Buch lesenswert. Doch dann auf diese ganz sanfte Begegnung folgt gleich die Erschütterung der Ankunft. Und in die wird man eingeführt über den Briefverkehr, den der Protagonist Richard Kornitzer führt. Und ich zitiere mal kurz aus dem Roman, dass Sie so ein bisschen als Zuhörerinnen und Zuhörer ein Gespür dafür kriegen. Jetzt Zitat: Sobald ich mich bei den in Frage stehenden Behörden gemeldet habe, bin ich auf ständigen Widerstand gegen meine sofortige Rehabilitierung in leitender Stellung gestoßen. Insbesondere ist mir die nationalsozialistische Maßnahme der Ausbürgerung entgegengehalten worden. Dazu auch das Fehlen freier Positionen, obwohl sich in zahlreichen leitenden Positionen frühere Nationalsozialisten befinden. Und dieser Briefwechsel findet im Roman im Jahr 1948 statt, also nicht direkt 1948. Wie sind Sie auf diese Romanfigur gestoßen? Die Romanfigur fiel mir fast vor die Füße, kann ich sagen. Ich habe im Zusammenhang eines früheren Romans, Shanghai fern von wo, eben auch schon sehr viele Archivmaterialien über das Exil gelesen. Und da fiel mir ein Text auf eines Landgerichtsdirektors aus Mainz, der für ein Gutachten, also ein Wiedergutmachungsgutachten, einen Text schrieb, was es bedeutet hat, in einem Ghetto unter nationalsozialistischer Herrschaft zu leben oder zu sterben oder zu derben. Und dieser Text aus den Anfang der 50er Jahre war so, war grandios eigentlich, was dieser Mann wusste, weil wir wissen heute ja sehr viel mehr über Geschichte als kurz nachdem die Geschichte geschehen ist.
Und ich brauchte diesen Text für mich überhaupt nicht, dachte aber, ich behalte es mal im Kopf. Und als ich dann Zeit hatte, habe ich mal an das Landgericht Mainz geschrieben, ob sie mir etwas zu diesem Mann sagen könnten. Es kam keine Antwort, verständlicherweise, nach dem, was sie eben gehört. Wenn man den Roman gelesen hat. Und so viel später, das war ja doch eben dann in eine Frage von mir, die dann vielleicht 2008 oder so was gestellt worden ist oder 2009. Und dann hat mir jemand, der eben auch wie ich viel in Archiven arbeitet, gesagt, wenn es sich um einen deutschen Beamten handelte und der war beim Landgericht in Rheinland-Pfalz beamtet, muss eigentlich im Landesarchiv Rheinland-Pfalz eine Akte von ihm sein. Ich schrieb dahin und postwendend kam die Antwort einer liebenswürdigen Archivarin, ich konnte die Akte lesen. Großartig, eine Personalakte zu lesen, eines Exzellenten, eines jüdischen Exzellenten. Ich las die Akte und war vollkommen fasziniert und ich fragte, darf ich aus der Akte zitieren? Ja, Sie dürfen aus der Akte zitieren. Wunderbar. Und diese Akte zuerst stand, das erste Blatt dieser Akte handelte von seinem Sohn, es kommt später im Buch vor, vom Sohn von Richard Kornitzer, der gefragt wird, ob er die Daten seines Vaters zum Exil bestätigen wollte oder könnte für ein Lexikon der Exilliteratur, das sozusagen das Who is Who des Exils geworden ist. Und er hat dieses nicht getan und hat es nicht bestätigt und hat seinen Vater dann also nochmal ins Dunkle geschoben. Umso wichtiger war es für mich, in die Zelle zu schieben. Was dann darauf folgte für mich, ich wusste eben, ich habe die Personalakte, das ist sehr interessant. Und ich wusste eben, dass Wiedergutmachungsakten, für jemand, der sich damit beschäftigt, vielleicht gut zu wissen, immer an dem Ort liegen müssen und auch liegen, von wo der Mensch deportiert worden ist oder ins Exil gegangen ist. Also logischerweise musste das im Landesarchiv Berlin sein, was oben im Norden ist, in einer ehemaligen Waffenfabrik, soweit ich es in Erinnerung habe. Ein wunderbar konzentrierter Ort, um zu arbeiten und Dinge herauszufinden. Und in der Tat, da lag diese Wiedergutmachungsakte, die ebenso elend war wie die Personalakte. Und so war ich ganz gut ausgestattet für das, was ich tun wollte. Das ist ja auch, glaube ich, eine echte Ermutigung für alle, die im Archiv tätig sind, dass sie nicht nur für den Staub in Regalen arbeiten, sondern dass es immer mal wieder eine Situation geben kann, dass es jemand rausgräbt, weiterverarbeitet und dann vielleicht sogar so ein toller Roman draus wird. Das ist in der Tat für die Archivare sehr großartig, weil das ist ja ein wunderbarer Beruf. Sie bewahren, sie bewahren, sie bewahren und wissen vielleicht auch in jedem Fall nicht, wofür sie bewahren. Ich merke besonders, dass die kleineren Archive, Stadtarchive zum Beispiel, die zum Teil ganz rührend sind, glücklich sind, wenn da jemand kommt. Da sitzen höchstens mal Rentner und Rentnerinnen, die Familienhistorie betreiben oder mal Studierende, die für irgendein Referat was brauchen. Und eigentlich sind diese Dinge Fundgruben und diese Konzentration der Arbeit, dass alle konzentriert sind auf Blätter und dass die Blätter rascheln manchmal, ist eine, ja, für mich auch eine sehr inspirierende Art zu arbeiten, weil man muss sich schnell entscheiden, will ich das, will ich das, sonst blättert man weiter. Man bleibt nicht an einem Blatt 3 Stunden hängen, weil man weiß, man hat noch 7 Aktenordner da liegen. Und ich habe eigentlich immer nur glückliche Stunden in Archiven, etwas mit den Händen, etwas schmutzig, aber doch glückliche Stunden in Archiven erlebt. Ich glaube, wir werden im weiteren Gespräch euch noch auf ein paar Fundstücke aus den Archiven zu sprechen kommen, was natürlich für Eltern irgendwie ein ganz schwerer Moment ist, was Sie erzählt haben, dass ein Sohn, der die Möglichkeit hat, seinen Vater irgendwie dann nochmal wieder ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dann nicht antwortet darauf. Und deswegen, es gibt ja mal einen Unterschied zwischen dem Archiv der Realität und der Fiktion eines Romans, aber in dem Roman, ich beziehe mich jetzt nur auf den Roman, nicht auf das, was Sie in den Archiven hatten, spielt die Beziehung zu den Kindern eine Rolle. Und ich fand es eher, es hat die Grausamkeiten dieser Zeit
mir so deutlich vor Augen geführt, ja. Weil bevor die ganze Geschichte um Wiedergutmachung und Entnazifizierung und so weiter beginnt, ist es ja auch die Konfrontation mit was für grausamen Entscheidungen Menschen in den 30er Jahren konfrontiert waren in Deutschland. Und die Entscheidung der Familie im Roman Kornitzer, die Kinder auf unbestimmte Zeit wegzuschicken, wird von Ursula Krechel wie folgt eingeführt: Nur Kinder. Claire und Richard sahen ihre Kinder an, als sehen sie das erste und letzte Mal. Ja, sie müssen heraus aus dem Land. Ihre Eltern werden es auch schaffen. In Windeseile kauft Claire Winterkleidung. Das wird dann sehr detailliert ausgeführt. Man merkt sofort, ja, also nachempfunden, was dann alles besorgt werden muss. Haben Sie die Kinder der realen Vorbildfamilie später getroffen oder andere Familienmitglieder? Ich habe die Tochter, dem Buch Selma heißt, getroffen, die eine sehr vitale alte Dame ist. Sie haben gesagt, die Kinder werden weggeschickt. Die Kinder haben das Glück, noch auf einen Kindertransport nach England zu kommen. Nach dem 9. November 1938 war ja eigentlich jedem, dem allerletzten klar, er kann hier nicht mehr sein. Er ist in die kleinste Ecke gedrängt worden oder eben es gibt keine Existenzmöglichkeit mehr. Und dann begann der Run natürlich, wohin kann man noch? Und für die Kinder hat sich England geöffnet. Ich glaube, es sind 10.000 deutsche und österreichische Kinder quasi auf den letzten Stipp nach England gebracht worden. Immer mit der Bedingung, die Eltern dürfen nicht mit. England nahm keine Immigranten mehr auf, weil es hatte selbst eine Arbeitslosigkeit. Es waren zu viele, man glaubt, es wären zu viele. Und da saßen eben viele Eltern vor der wirklich furchtbaren Entscheidung, das Kind wegzugeben oder eben nicht zu wissen, was hier aus ihnen und dem Kind werden würde. Und ich glaube, kein Mensch möchte eine solche Entscheidung treffen. Wir wissen nicht, was mit heutigen Exilanten, von immer sie herkommen, was die für Entscheidungen. Meistens kommt ja meistens mal ein Mann zuerst und versucht, das Terrain zu sichern, was für Entscheidungen sie für ihre Kinder treffen müssen. Und diese Kinder sind eben, viele dieser nach England transportierten Kinder, die sich heute immer noch in England 80, 85-jährige Leute The Kinder nennen, haben noch einen engen Kontakt und viele haben ihre Eltern natürlich nie mehr wiedergesehen, die sind ermordet worden. Und für diejenigen, die ihre Eltern wiedergefunden haben, war natürlich das Drama sehr, sehr groß. Sie kennen die Eltern ja nicht mehr. Sie haben die Sprache verloren. Die Eltern haben eine Sehnsucht. Sie haben ihre kleinen Kinder im Kopf und es sind halb erwachsene Menschen. Und daraus haben sich natürlich furchtbare Spannungen ergeben, die im Buch vorkommen, sodass diese Art von lebenslanger von diesem lebenslangen Einbruch in die Eltern-Kind-Beziehung unheilbar ist, wahrscheinlich unheilbar geblieben ist. Diese Unheilbarkeit spürt man dann auch im Roman. Und zuerst muss die Trennung von den Kindern erfolgen, danach die Trennung der Eheleute. Es deutet sich an, also das, der Holocaust beginnt so nach und nach und das auch nochmal war für mich interessant zu lesen, dass es halt davor so Schritte gab wie Briefe, die von den Krankenversicherungen geschrieben wurden mit der klaren Aufforderung, er solle jetzt austreten, weil ja wer die Zeichen der Zeit lesen würde, wüsste, dass für Juden kein Platz in Deutschland sei. Sie schreiben, der Volkskörper eiterte ihn heraus, er war Fremdkörper, sein Körper war schutzlos. Und dann, und deswegen vielleicht, weil wir ja heute hier am Vorabend des 9. November sind, ist ja auch so eine Beschreibung, wie im Roman dann Kornitzer reagiert auf die Pogromnacht. Wie es würden Sie sagen, wie müsste man heute den 9. November begehen? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich habe gestern zum Beispiel oder vorgestern die Stolpersteine vor unserem Haus geputzt und habe sie sehr ordentlich geputzt. Der 9. November 1938 ist eigentlich der Kulminationspunkt eines Kontinuums,
der Ausgrenzung, der Entmenschlichung und gleichzeitig ein so deutlicher Punkt, dass also dann klar war, was soll eigentlich noch passieren? Und es ist danach noch so viel passiert, so viel Schreckliches. Wie ihn begehen, ist jetzt eine sehr schwere Frage. Ich möchte den 9. November noch ein bisschen nach vorne ziehen. Sie haben vom 1918 gesprochen, Scheidemann auf dem einen Balkon, Liebknecht auf dem anderen Balkon. Im Jahr am 9. November 1848 ist Robert Blum, der Demokrat, erschossen worden. Und die Märzrevolution, die Vorstellung einfach, es könnte unter feudalen Verhältnissen eine Demokratie geben, ist damit blutig zusammengeschossen worden. Das heißt, wir haben viele Gründe, den 9. November als einen Merktag für Gewalt von rechts, Gewalt, unmenschliche Gewalt im Gedächtnis zu behalten. Und es schien mir, jetzt mache ich eine kleine Schleife, die ich gar nicht geplant hatte, es schien mir sinnvoll, es hätte mir sinnvoll erschienen, diesen Tag zum Deutschen Nationalfeiertag zu machen. Man hat sich für den Tag der Wiedervereinigung entschieden, damit es etwas zu feiern gibt. Aber der Tag des Gedenkens ist sicher der 9. November in Deutschland. Das ist ja das Schöne, hier können ja ungeplante Schleifen, sind ja vorgesehen bei alles anders. Aber ich fand den Begriff Merktag auch nochmal gut. Ja, so ein Moment des Innehaltens, auch die ganzen, ja, also die Vielschichtigkeit irgendwie, das wird, dieser, man springt so schnell über diesen Tag drüber weg, ne? Und dafür hat er eigentlich zu viele Punkte, an die man sich erinnern sollte. Zurück zum Roman. Das Ganze ist ja keine reine Heldenerzählung, auch wenn es wirklich ja faszinierend ist, wie akribisch er sich um die Entnazifizierung, die Aufarbeitung, um seine Wiedergutmachung kämpft. Man merkt aber eben auch, dass jemand, der vom Schicksal solche Schläge erfahren hat, ja nicht automatisch da heil herausgehen kann. Das wäre ja auch fast unmöglich. Und mir ist das aufgefallen beim Lesen, dass er, der am Anfang so, wo so eine schöne Begegnung mit der Frau steht, dass dann aber er ihr gegenüber unglaublich rücksichtslos wird. Also als Claire dann zum Beispiel für sich, sie, ihr ist ja eigentlich überhaupt zu verdanken, dass die Familie wieder zusammengekommen ist, von ihr ging die Initiative aus, dann möchte sie irgendwann ein Kino eröffnen und er ist dann inzwischen am Landgericht Richter geworden. Und sie schlägt ihm das vor und er sagt so, also die Frau eines höheren Beamten, die Frau eines Landesgerichtsdirektors, die kann doch nicht einfach in so einem Feld was machen, in so einem abschüssigen Feld. Ja, das sagen Sie, aber die Frau eines deutschen Beamten der Bundesrepublik hätte tatsächlich keinen Beruf ausüben können. Sie wäre ja eine Unternehmerin gewesen und ein Beamter und eine Unternehmerin, das wäre schon gar nicht gewesen. Sie haben jetzt den Aspekt betont, dass eben die deutsche Frau zu Hause zu sein hat oder die Frau in der frühen Bundesrepublik zu Hause zu sein hatte. Aber es geht eigentlich wirklich um das Drama, das Beamtenwesen ja doch eben etwas so Herausragendes ist, dass daneben einfach eine Unternehmerin doch nicht möglich gewesen wäre, der Amte sichert und die Unternehmerin hätte ja doch einfach auch, ja, in der freien Marktwirtschaft natürlich auch mit ihrem Kino untergehen können. Das geht doch nicht zusammen. Zum Beispiel in der frühen Bundesrepublik, die Frau hätte natürlich auch, um einen Kredit zu bekommen, selbstverständlich die Einwilligung des Mannes haben müssen. Sie hätte nicht einfach zu einer Bank gehen können und sagen, ich möchte ein Kino aufmachen. Ich verteidige ihn nicht, aber der Mann hat objektiv für das Jahr 1952, 1953 vollkommen recht. Er kann nicht anders. Obwohl es mir nicht gefällt und es Ihnen auch nicht gefällt. In der Tat, das ist was mir natürlich total fremd war und wo auch das Reindenken unglaublich schwer ist. Aber das ist vielleicht schon eine Stärke von Roman, dass sie einen einführen in diese Zeit. Ja, übrigens nicht nur in die Situation in Deutschland in den 30er bis 50er, 60er Jahren, sondern man kommt ja auch nach Kuba.
Das ist vielleicht auch... Ja, Kuba ist ein sehr, sehr interessantes Exilland, von dem kaum jemand etwas weiß. Die meisten linken Exilanten, Linke und Kommunisten, sind nach Mexiko gegangen. Und Mexiko hat eingeladen dazu, was eine große Chance war. Ana Segas ist die berühmteste Mexiko-Immigrantin. Diejenigen, die weniger Möglichkeiten hatten, weniger prominent waren, hatten die Chance, nach Kuba zu gehen. Viele sind nach Kuba gegangen mit der Hoffnung, sie könnten von dort nach Mexiko gehen. Kuba hat aber außerdem eine sehr schmierige Politik gemacht, in dem Visa verkauft worden sind. Und ein solches Visum zu kaufen gelingt Kornitzer, aber es gelingt ihm eben nur eines zu kaufen. Und das ist einerseits entsetzlich und Claire sagt ihm, mach es, fahr, du kannst mich doch mit nachholen. Das gelingt dann eben nicht mehr. Und was eigentlich ganz toll dann ist, wenn man sich mit der kubanischen Exilgemeinde beschäftigt, ist, dass da sehr präzis überlegt worden ist, wie kann Deutschland danach aussehen. Die meisten wollten danach nach Deutschland gehen. Etliche sind auch bekannte Leute geworden, das muss ich hier nicht sagen, Gewerkschafter oder die einfach da saßen und über ein Land nachdachten. Irgendwann hat Kuba ihnen die Möglichkeit gegeben, kubanische Staatsbürger zu werden. Und dann sagten sie, wenn der Faschismus vorbei ist, was sollen wir als kubanische Staatsbürger? Wir haben eine Verpflichtung, da nach Deutschland zu gehen. Und das sind sehr interessante Diskussionen. Dabei ist natürlich ein Fall wie Kornitzer, der eigentlich eine unpolitische Gestalt ist, natürlich am Rande. Und eine solche fremde Person wollte ich ihn noch da behalten. Ja, es ist kein sehr sympathischer Mann. Das muss auch nicht immer in einem Roman so sein. Ich hab nicht umsonst ein Zitat von Kleist Michael Kohlhaas an den Anfang gestellt. Er ist jemand, der mit seinem erfahrenen Unrecht, mit seinem großen erfahrenen Unrecht natürlich auch gegen Wände läuft und eben aus dem erfahrenen Unrecht eben neues Unrecht tut, zum Beispiel seiner Familie gegenüber. Ja, und es gibt ja dann eine Verhärtung und auch eine, sich dein ganzes Leben ist dann nur darauf fixiert. Aber nochmal kurz zu Kuba, was zu den Paradoxien des irgendwie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört, dass nachdem die USA ja in den Krieg eingetreten sind, Kuba das mitmacht und auf einmal alle nicht-jüdischen Deutschen quasi als Kriegsgegner galten und in ein Lager kamen und dann befanden sich auf einmal deutsche Kommunisten zusammen mit Gutsherren und Nazis in einem Lager, die dann auch noch just von den Nazis dort verwaltet wurden, weil man in Kuba der Meinung war, na, das können die irgendwie schon das verwalten. Und dann gibt es so eine Episode in dem Roman, wo um deutsche Kommunisten in Kuba vor dem Lager zu retten, behauptet wird, sie seien Jüdinnen und Juden. Also dass man quasi in Kuba als Deutsche nur noch geschützt war vom Lager, wenn man sich als Jude ausgeben ja, konnte. Ja, schwierige Situation, ja. Mhm. Ja, paradox. Mhm. Aber zurück in Deutschland geht dann der ganze Kampf um die Wiedergutmachung los. Sie haben da ja, glaube ich, das ist auch ein Fundstück, ne, aus dem Archiv, oder wo Sie zitieren, aus einer Ablehnung, die noch in den 50er Jahren erfolgt ist, einer arischen Frau, die ihrem Mann in dem Widerstand gefolgt ist, der ist dann, also ein Jude war, im KZ gestorben ist. Und sie klagt und die Klage wird abgewiesen mit der Begründung, sie hat ja selber eingestanden, dass sie freiwillig ihrem Mann gefolgt ist und sie hätte sich ja jederzeit von dem Mann trennen können und deswegen hat sie keinen Anspruch auf Wiedergutmachung. Ja, das sind Dinge, die kann man, wollte ich auch gar nicht erfinden, weil solche Formulierungen, solche kalten Formulierungen sind einfach auch ja, wie ein Medaillon da drin. Sodass diese Sprachschichten aneinander zu schieben, meine Sprache und solche Eiswürfelbrocken, so möchte ich es mal sagen, sprachliche Eiswürfelbrocken, das macht für mich eben auch ja, den Reichtum eines Romans aus oder eben auch, scheint mir ganz wichtig, so etwas aufzubewahren.
Ich glaube, das ist im Roman gut gelungen, das Aufbewahren und dass man diese Fundstücke, auch Leute, die nicht in Archiven sitzen, auf sowas stoßen und das prägt sich ein. Wir machen mal einen Zeitsprung. Wir haben jetzt über Kornitzers Kampf gegen die Nazis in der Justiz in den 50er Jahren gesprochen. Heute im Jahr 2021 gibt es ja auch wieder neue Rechte, neue Nazis. Auch auf Buchmessen sind rechte Verlage. Wie sollte da der Umgang damit sein? Oder wie erleben Sie das als Ehrenpräsidentin des PEN? Ich erlebe das als sehr bedrohlich, weil die Anfangsvorstellung war vielleicht, Rechte sind, Rechte haben ein bestimmtes Milieu, aus dem sie kommen. Sie sind bildungsmäßig unterlegen. Nun stelle ich mir in den letzten Jahren doch sehr stark vor, dass es einen vitalen, kämpferischen Rechtskonservatismus gibt, der antidemokratisch ist und elitär ist und der eben quasi den Boden bereitet, selbst sich nicht zu Schulden kommen lässt, aber den Boden bereitet eigentlich für Gewalttaten, an denen sie nicht beteiligt sind, aber natürlich das Klima dafür geschaffen haben. Und diese Art von Veränderung, dass eben auch es auf Argumente ankommt und eben auch eine vitale Auseinandersetzung stattfinden muss, das, da reibe ich mir im Grunde genommen auch die Augen, weil diese Art von Näherrücken von Positionen heißt einfach doch, das Wort wehrhaft kann ich nicht leiden, das hört sich so soldatisch an, aber das heißt doch einfach eine viel größere Aufmerksamkeit oder eben eine viel größere Aufmerksamkeit möchte ich vielleicht bei diesem Wort belassen, weil die Einschläge rücken näher, so habe ich das Gefühl. Vielleicht gibt es ja auch eine Parallele zwischen den Herausforderungen, vor denen man, sei es bei einer Buchmesse oder im Parlament oder an anderen Orten immer wieder steht. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die falsch wären. Und dazwischen zu unterscheiden, ist nicht immer einfach und, glaube ich, muss auch immer in dem Kontext entsprechend angeschaut werden. Also das eine ist, natürlich wissen wir zumindest im politischen Raum, die entscheidendste Währung ist Aufmerksamkeit. Und die permanente Empörungsschleife und Aufmerksamkeit geht auf das Konto. Und wenn man sich anschaut, was ich mal die organischen Intellektuellen der neuen Rechten, der neuen Nazi-Szene so verbreiten, dann ist das genau ihre Taktik und ihre Strategie, auf den gezielten Tabubruch gehen, der die Aufmerksamkeitsschleife danach in Gang setzt und sie immer und permanent im Gespräch hält. So. Also das ist da reinzahlen. Zum anderen gibt es natürlich das Momentum, dass sich schleichend Sachen selbstverständlich werden und hingenommen werden. Also zum Beispiel das Infragestellen des Holocaust oder das Abwürdigen dieses dunklen Kapitels der deutschen Geschichte zum Vogelschiss und so weiter. Dinge, die man nicht unwidersprochen stehen lassen kann. Ich glaube, das ist sowohl für Journalisten wie für Organisatoren von Veranstaltungen wie im Bundestag immer die entscheidende Frage ist, einmal eine Sache zurückzuweisen, ohne zugleich eine Situation zu schaffen, wo die gesamte Debatte sich nur noch darum dreht. Ja, es ist eine große Anstrengung geworden, denke ich. Eine große Anstrengung, die heißt, genau sich strategisch zu verhalten. Man möchte sich ja doch mit seinen eigenen Dingen nicht so verhalten, sondern eben die Sachen klar machen. Und das heißt einfach eben, wenn ich dies tue, heißt das eben auch, ich erwecke die Erregung und die Frage ist einfach, wie viel Erregung oder was Sie gesagt haben, wie viel Aufmerksamkeitskitzel möchte ich der anderen Seite geben und das muss genau austariert werden und das kostet Kraft. Ich glaube, in der Politik viel mehr als in meinem Beruf natürlich. Ja, und das Ganze wird natürlich auch gespeist oder ist ja auch was, woran gezielt gearbeitet wird von rechter Seite, dass jede Form von Gedenken, jede weiterhin notwendige kritische Aufarbeitung deutscher Geschichte schnell abgetan wird mit Schluss mit dem Schuldkult.
Also ich merke das ganz stark im Netz, wenn immer wir was machen zu entsprechenden Jahrestagen. Und die, also da weiß man schon, man muss bereitstehen, um danach so einen Shitstorm abzuwehren. Umso wichtiger, und das war jetzt der Bogen zum zweiten Buch, sind natürlich Werke, die ein Gedenken lebendig, nachvollziehbar machen. Und nachdem es hier um das Schicksal eines jüdischen Richters geht und seiner Familie, steht in Geisterbahn, das ist jetzt nicht das Buch zur Halloween-Zeit, sondern es ist gruseliger, es geht um die Geister der deutschen Geschichte, steht eine Sinti-Familie Dorn, aber nicht nur. Also es kommen ja auch Kommunistinnen, Sozialdemokraten vor, wie Orli und ihr Bruder, die, also ganz, ganz, es ist schon ein Panorama verschiedenster Lebensläufe in dieser Zeit, aber vielleicht führe ich gar nicht in das Buch ein, sondern Sie als Autorin, wenn Sie es vorstellen müssten, das Buch, wie würden Sie hierin einführen? Ich beginne mit einem kleinen Schnörkel. Älter werdend erinnert man sich sehr viel besser an Dinge von sehr früher. Das Gedächtnis für die letzte Woche nimmt ab, aber ein frühes Gedächtnis wird leuchtend und sehr sinnlich. Und so erinnerte ich mich plötzlich an Kinder, also Kinder, die ich kannte, und wollte eigentlich zunächst ein Buch über siebenjährige Kinder, lauter siebenjährige Kinder, also eine Schulklasse im Grunde genommen, schreiben. Und in dieser Schulklasse war eine kleine Sintetza, und an deren Mutter erinnere ich mich sehr gut, dass am Schulhofrand eine Frau stand, die so unendlich traurig wirkte, dass ich diese traurigen Augen nie vergessen habe. Und ich wusste, das war die Mutter dieser kleinen Sintetza, die auf ihr Kind wartete, das Kind beschützen wollte. Und ich begann also zu überlegen, wie kann ich ein Panorama aus meiner Heimatstadt Trier schreiben und gleichzeitig darin das Drama einer Sinti-Familie über die Zeit hinweg bis in die Gegenwart im Grunde genommen, bis zu einem Anschlag von einem rechtsradikalen Anschlag auf ein Restaurant der Familie zusammenbringen. Und da bin ich eben wieder in Archive gegangen und habe eben sehr viel über Verfolgung von Sinti, aber auch von Glückszuständen der engen Familienzusammenkünfte gelesen, und diese Art von generativen Zusammenhang innerhalb einer ganz normalen Kleinstadt oder Mittelstadt ist dann eben das Buch geworden. Es bewegt sich eigentlich von den 30er Jahren bis in die Jetztzeit und ist, wie es nicht anders sein kann, ganz dick geworden. Aber es war mir sehr wichtig, eben auch eine Normalität, die Zuschauer, die Mitläufer, die mitleidlosen Kinder auch zu zeigen. Und während ich daran arbeitete, über die Kinder nachdenkend, fiel mir ein, es muss doch eigentlich in dieser konservativen Stadt auch noch andere Leute gegeben. Was gab es einen Widerstand? Gab es einen kommunistischen Widerstand? Gab es Nonnen oder Priester, die im Widerstand waren? Und bin dann eben auf eine kommunistische Familie, eine Eisenbahnerfamilie gestoßen. Der Vater war in Buchenwald gewesen. Und in dieser Kombination dieser vielfältigen Strukturen, eine Kleinstadt in 50er, 60er, 70er Jahren nachzubauen, das ist dann eben auch das Buch geworden. Die Erinnerung an die traurige Mutter, die auf ihre Tochter, die beschützen will, das ist ihre Erinnerung aus ihrer Schulzeit. Ich habe deswegen nachgefragt, weil in dem Roman gibt es lange Zeit einen Ich-Erzähler, der immer wieder auftaucht, und er selber wird, oder der Erzähler wird ja im ersten Nachkriegsjahren geboren, und nun weiß man ja aus dem Deutschunterricht, Erzähler ist nicht gleich Autorin, aber weil es in ihrer Geburtsstadt Trier spielt und so viel da aufkommt, so war ich dann beim Lesen total überrascht, als auf Seite 202, also bisher am Anfang geht es immer nur eigentlich die Ereignisse aus der Sicht des Vaters, der auch, gibt es eine gewisse Distanz, weil der hat immer nur mein Vater in Großbuchstaben geschrieben.
Und dann kommt auf einmal die Geburt und der Erzähler heißt Bernhard, nicht Ursula, so ein Verfremdungsmoment. Und trotzdem ist es ein Buch, frage ich jetzt nochmal, wo ganz viel von biografisch aus Ihren Erinnerungen eingeflossen ist. Ja, natürlich ist sehr viel aus meinen Erinnerungen eingeflossen. Warum habe ich einen Erzähler, den Sohn eines Polizisten, einen beschädigten Jungen, der später Lehrer wird, also der Schüler wird Lehrer, eingeführt, weil mir es wichtig war, eine andere Ebene von Normalität zu haben, die heißt die familiäre Unterdrückung, unter der Last eines autoritären Vaters, von dem der Sohn nicht genau weiß, was er denn getan hat, schien mir dann interessanter zu sein, als meine individuellen Erfahrungen, mich selbst in ein solches Konzept einzubauen als kleine Schülerin, war mir dann nicht so wichtig, wie einfach mit der Konstellation freier umzugehen. Aber aus der Erinnerung der Schülerin gibt es ja eine Episode, an die ich mich, also die sich mir besonders eingeprägt hat. Und zwar heißt es: Wieder einmal lernten wir ein Lied. Und das beginnt damit, wie die Kinder stimmen, ein Lied einstimmen, in den 50er Jahren oder so. Und über Seiten hinweg wird es beschrieben. Man hört die irgendwann im Ohr, man sieht die Klasse vor sich und dann nach vielen Seiten. Und das Lied, ja, man erfährt dann auch die Strophen des Liedes. Das ist, man merkt, okay, das ist doch voller Klischees. Es wird auch dann fällt der Begriff Zigeuner in dem Lied. Und dann irgendwann kommt der Hinweis: Anchen weint. Und es dauert noch eine Weile, bis der Lehrer das wahrnimmt. Und unter Schniefen gesteht dann Anchen: Mir sind nicht solche Zigeuner wie die. Das Lied war nicht ausgedacht, ne? Das war eine ihrer. Das Lied ist ein ganz berühmtes Lied. Drei Zigeuner sah ich einmal liegen unter, ja, ich kann es im Moment nicht richtig mehr sagen, ist von Nikolaus Lenau, einem romantischen Dichter, der in Ungarn geboren ist, also damit sehr viel Kontakt hatte zu Roma und Sinti, sich auch selbst hinein imaginierte in diese romantische, mit Pferdchen, mit Lagerfeuern, mit Musik dazu. Und das ist ein Lied, was eigentlich sehr, sehr viele Leute, ist ein Volkslied geworden. Und was natürlich für ein Kind wahnsinnig beschämend ist, weil gerade diese Familie, die Sinti-Familie, sesshaft ist, in einem bürgerlichen Zusammenhang hat. Sie betreibt ein Karussell, etwas, also was Kindern oder eben deswegen ist es das Karussell geworden, große Freude macht. Und diese Vorstellung des Lehrers oder der Vorstellung einfach, Zigeuner in Anführungszeichen sind solche und solche, es gibt, die Zigeuner sind Menschen, die nur in einem Klischee bestehen, schmerzt dieses kleine Mädchen natürlich enorm. Ja, ne, wie etwas, was als eine kulturelle Selbstverständlichkeit gilt, als Unachtsamkeit, was das auch für Schmerzen auslösen kann, erlebt man dort über das Anchen. Das fand ich sehr bemerkenswert im Einführen. Man erfährt viel über die Entnazifizierung oder eben auch die nicht stattgefundene Entnazifizierung. Ein paar Zahlen vielleicht mal aus dem Buch. Ende 1946 war ein Zehntel der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz überprüft und im Roman wird das kommentiert, immerhin so viele oder viel zu wenige, wie man es nimmt. Auch hier Schönheit der Sprache kommt dann noch so rein zu dem historischen Fakt, so viele oder viel zu wenige. Ein Drittel dieser 10% verfügten dann eine Belassung oder Wiederzulassung im Dienst. Die Hälfte davon, also immer 5%, endete mit Sanktionen. Und dann haben sie ein Fundstück verarbeitet im Roman. Trotzdem verstieg sich der Abgeordnete Peter Altmaier, der später Ministerpräsident wurde, in der Landesversammlung, also dem Vorläufer des Landtages, zu der Äußerung: Dies habe oft den Charakter einer politischen Christenverfolgung. Auch das ist ja ein Zitat aus der Wirklichkeit oder aus Archiven, die Sie haben. Ja.
wenn Sie da, ich meine, Sie müssen da ja unendlich viele Akten wälzen. Mich interessiert ja auch, wie so ein Roman dann entsteht und sich verdichtet. Haben Sie irgendwann so ein Gespür, sagen wir jetzt mal, wie so ein Trüffelschwein entwickelt, wo Sie wissen, da sind die interessanten Stellen, oder kriegt man Hinweise manchmal von Archivaren, oder müssen Sie einfach Es sind nicht nur Archivalien. Ich lese natürlich auch zeitgeschichtliche Bücher. Zum Beispiel, es gab sicher ein Buch zur Entnazifizierung von bis aus einer Bibliothek. Und ich gehe dann häufig, ich lese da nicht jede Zeile, aber ich bin sehr interessiert an den Fußnoten häufig, weil in Fußnoten wird auf Quellen verwiesen oder die Fußnoten haben Zitate aus Quellen. Das wird sicher eine solche Quelle gewesen sein. Aber das Arbeiten, zum Beispiel, ich habe für dieses Buch, war ich zunächst einmal im Zentralrat der Sinti und Roma in Heidelberg und habe Gespräche mit ihnen geführt, und ein reizender Mitarbeiter hat mir so eine lange Liste, eine Bibliografie mal mitgegeben, die ich nicht ganz abgearbeitet habe, aber doch sehr viel daraus ab- oder angearbeitet habe. Und so ging es weiter. Das heißt eben, es gibt möglicherweise Romanautoren, Romanautorinnen, die die klassischen Fabulierer sind. Ich bin eher eine Autorin, die das, was sie schreibt, gerne unterfüttert und mit viel, ja, mit vielen Taschen voll Zetteln, Wissenspartikeln in die Bücher geht, weil ich denke, sie sind dort gut aufgehoben, weil sie sonst verloren gehen auch. Und für mich macht das Schreiben reicher und für mich eben auch vielleicht auch reizvoller als solche Sachen aus der Luft oder aus den zu nehmen, weil es gibt immer noch unglaublich viele Dinge, die ich selber erfinde oder erfinden muss, natürlich, oder erfinden möchte. Vor allen Dingen das Montieren, wie erzähle ich denn? Die Strukturen ist unglaublich wichtig. Hier war sie so sehr, sehr schwer, weil ganz, ganz viele Stränge, 7, 8 oder 9 Stränge, wurden immer wieder von neuem ineinander wie ein Zopf geflochten. Und das war sehr, sehr viel Arbeit im Buch, vielleicht sogar die meiste Arbeit, nicht das Recherchieren. Zu der ganzen Tragödie der schleppenden, mangelhaften Entnazifizierung kommt ja dann noch die Frage der Wiedergutmachung, gerade gegenüber Sinti und Roma. Im Roman verdichtet sich das für mich auf eine Episode. Die Familie Dorn wird ja dann in ein Lager verwiesen, die älteste Tochter wird sterilisiert, 5 Kinder sterben und die Familie bekommt eine Entschädigung, die besteht aus 100 Mark und 10 Flaschen Wein. Fürs Erste, sagt man ihnen. Der Vater schleppt die nach Hause, und obwohl zu dem Zeitpunkt 10 Flaschen Wein unglaublich, also auch zum Beispiel ein Tauschobjekt waren, was für eine arme Familie ja sehr viel wert ist, ist er so verzweifelt, dass er anfängt, die Flaschen zu zerschlagen, wo ihn seine Frau sozusagen auffällt und er noch sagt, also dieses, dass man halt für 5 verlorene Kinder mit 10 Flaschen Wein, das ist so, da ist, glaube ich, alles verdichtet, da muss man nichts mehr sagen dazu. Sie haben von der zwangssterilisierten Tochter gesprochen. Das ist in der Tat ein Riesenproblem, das bis heute nachwirkt. Gerade für Sinti und Roma, bei denen Familie so wichtig ist, ist das Thema Zwangssterilisierung eine große, große Tragödie für die Frauen gewesen, weil eine Frau, die keine Kinder hat und auch nicht sagen konnte, warum sie keine Kinder hat, war auch außerhalb der Familie, auch innerhalb der Familie, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, eine Außenseiterin und litt unglaublich darunter. Die Gutachten sagten dann eben zum Teil, nun ja, sie ist ja nicht mehr gebärfähig, warum soll man ihr dann eine Entschädigung zahlen? Oder sie waren nicht nur zwangssterilisiert, sie waren auch innerlich verkrüppelt dabei. Über solche, das kommt im Buch eben auch vor. Ich habe mir das vorher gar nicht klar gemacht, was eben, was für ein tiefer Einschnitt das für diese Frauen gewesen war, für alle Frauen, die natürlich sterilisiert waren, genauso. Aber für die Sinti- und Roma-Frauen hat sich damit ein entsetzliches Unglück aufgetan. Männer hatten die Möglichkeit,
eine Frau mit Kindern noch zu heiraten, eine Kriegerwitwe, wie man gesagt hat. Und für die Frauen gab es eigentlich gar nichts und sie standen immer am Rande. Und das ganze Grauen hört ja selbst für die, die die Lager überlebt haben, nicht auf. Das beginnt ja dann in den Ende der 40er Jahre, in den 50er Jahren gibt es wieder auch in Deutschland gleich Polizeiverordnung zur Bekämpfung, Zitat, der Zigeunerplage. Es gibt Bürgermeister, die dann Hinweise verbreiten, dass nicht jeder aus dem KZ entlassene Häftling des Mitleids der Bevölkerung würdig ist. Und man gibt den Versuch, so eine Erzählung zu machen. Einige wurden ja wirklich aus Ordnungsmaßnahmen dahin eingesperrt. Also die Geschichte des Antiziganismus ist lang. Ich will auch nochmal sagen, mit diesem Begriff, ich habe überlegt, ob man den verwenden kann, aber der Zentralrat der Roma und Sinti verwendet den ja auch und ganz gängig heute. Ganz bewusst. Ja, es gibt auch eine kritische Strömung, die einen anderen Begriff hat. Aber was nochmal, die Ermordungsquote unter den Roma-Gruppen lag in einigen Gegenden bei 90%. Also es war wirklich ein gezielter, sozusagen, Völkermord. Ein Genozid, ja. Ne? Ein Genozid. Ja. Und umso blamabler für Deutschland, dass es so lange gedauert hat, bis Anfang der 80er Jahre, bis das anerkannt wurde, dass dann erst in den 90er Jahren das Denkmal beschlossen wurde, dass das vor kurzem umgesetzt wurde. War eine lange Forderung des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma. Und jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. In dem Buch geht es ja eher um das ganze Leid, aber auch natürlich den Zusammenhalt, den sie im Vorkrieg, während der Nazizeit und danach erleben. Aber die Geister der Vergangenheit des Antiziganismus sind ja nicht weg, sondern die sind heute immer noch präsent. Sie sind, sie kommen auf ganz andere Weise wieder. Mir haben junge Männer erzählt, dass sie jetzt für Asylanten gehalten werden. Das heißt, sie sind seit Generationen in Deutschland, sie sind Deutsche, mit einer ganz normalen Geschichte, einer Leidensgeschichte ihrer Familie. Und die Aggressionen oder die Vorurteile kommen jetzt auf eine ganz andere Weise auf sich zu, weil sie ein wenig anders aussehen wie viele andere Deutsche. Und diese Vorstellung, sie müssen sich mit ihrer Verfolgungsgeschichte absetzen von der gegenwärtigen Verfolgungsgeschichte, die Exilanten, Asylanten, neue Geflüchtete betrifft, das schien mir ganz schrecklich und ganz traurig, weil ihnen war eben auch klar, was es bedeutet, diese Art von, nein, wir sind solche, wir sind schon immer da, sagen zu müssen. Und ich habe das als ein richtiges Leid als dieser jungen Männer empfunden. Aber auch wie verheerend für dieses Land, dass es überhaupt diese Abgrenzung bedarf. Dass sie dieses Gefühl haben, da muss wieder eine Abgrenzung erfolgen. Was mich in dem Zusammenhang sehr berührt hat, ich war in Belgrad, als dort die Geflüchteten in den Barracks waren. Und wir haben dann dort in Serbien ein offizielles Flüchtlingslager besucht, wo schon die Bedingungen sehr schwer waren. Und man merkte, die Menschen, die dort waren, hofften alle, sie kommen rüber. Aber Ungarn baute schon den Zaun und machte ihn dicht. Und direkt gegenüber war auch sozusagen eine Siedlung. Und es wurde gesagt, das ist eigentlich eine inoffizielle Siedlung von Roma, die auch also wirklich in schlimmster Armut dort leben. Und war auch klar, es gibt immer wieder die Versuche, aus dieser Region wegzukommen, auch weil sie in vielen Ländern Europas immer wieder auch mit Übergriffen und Pogromen konfrontiert sind. Also das ist vielleicht das wirklich Erschreckende, dass Roma und Sinti heute sich auch nirgendwo sicher fühlen können. Ja, man muss sagen, im europäischen Staatensystem sind sie einfach Bürger zweiter Klasse. Und die Sprache Romanes ist als EU-Sprache, das ist ganz erstaunlich, sie ist anerkannt worden. Das heißt eben, wie andere sehr kleine Sprachen, hätte jeder Roma-Bürger oder jede Bürgerin das Recht, sich Dokumente in seiner Sprache übersetzen zu lassen. Das tut natürlich niemand, aber diese festgelegte Wirklichkeit und die Realität klaffen so unglaublich auseinander. Die Angst vor Armutsflüchtlingen, die Angst vor rumänischen oder aus Bulgarien kommenden
Menschen, die, die doch überhaupt keine Überlebenschance haben, die am Rand gedrängt sind, von Übergriffen natürlich bedroht sind. Davor möchte man fest die Augen verschließen. Auch das vielleicht ein Zeichen, wie wichtig Beschäftigung mit Geschichte ist, auf der in verschiedenen Formen, weil es immer wieder Unterdrückung, Ausgrenzung gibt, die fortwirken. Soweit vielleicht zu den beiden Romanen. Wir können noch über andere Werke von Ihnen sprechen. Bevor hier das begonnen hat zum Beispiel, hat sich jemand ein Gedichtband von Ihnen unterschreiben lassen nach Mainz. Also auch das alles sehr lesenswert. Wir hatten beide verabredet, dass wir zum Abschluss unseres Gespräches nochmal über eine aktuelle Situation sprechen. Und das hängt damit zusammen, dass Sie Ehrenpräsidentin vom PEN sind. Das ist ja kein klassischer Berufsverband. Sagen Sie vielleicht nochmal was so zu den Arbeitsschwerpunkten vom PEN. Der PEN ist kein Berufsverband. Der PEN ist ein Zusammenschluss von Poets, Essayists, Novelists, gerade 100 Jahre alt geworden, in England von einer Schriftstellerin gegründet, einer Frau. Und es war ein Zusammenschluss von Schriftstellern nach dem Ersten Weltkrieg, die zunächst einmal eine Situation, eine internationale Situation des normalen intellektuellen Sprechens, des Austausches schaffen wollten. Und dazu gehörte damals No Politics. No Politics hieß eben 1921 die Gräben des Ersten Weltkriegs, die riesigen Gräben zunächst einmal zu überbrücken. Und daraus ist natürlich geworden, dass es dringend nötig war, später Politik zu machen, sich um Verfolgte zu kümmern, sich um Ausgesetzte zu kümmern. Und das große Thema ist natürlich Meinungsfreiheit, Freiheit der Sprache, der Schrift. Und das hat sich natürlich in einem Zusammenhang der Diktaturen oder eben auch in Fragen der Ausgrenzung mit der Zeit als immens wichtig herausgestellt. Es gibt jetzt einfach ein Komitee für Exilanten. Der PEN kümmert sich um Writers in Prison, Writers in Exile. Es gibt Stellen, es gibt Wohnungen der Zuflucht in Deutschland, anderswo eben auch. Das heißt, Menschen aus ihrer Belarus ist natürlich ein großes Thema, Schriftsteller herauszubekommen oder zu bekommen. Auch mit Afghanen hat man natürlich jetzt Versuche, dass das, was die Politik nicht macht, über die Schriftstellerorganisationen, afghanische Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Journalistinnen und Journalisten nach Europa holen zu können. Und das sind wichtige Aufgaben, die natürlich jenseits jeder Standesorganisation sind. Gerade diese Aufgaben machen einem klar, dass wir doch auf einem sehr besonderen Kontinent leben, so schwer durch die Pandemie oder durch andere Sachen einfach auch im Moment die Einbrüche für Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind. Ja, und das Thema, dass Schriftsteller oder Kunstschaffende nur im Exil überleben können und weiter schaffen können, damit auch der Welt wichtige Werke schaffen und sie damit beschenken können. Das ist natürlich auch eine wichtige Leistung vom PEN. Ja, ich will gleich noch, vielleicht haben wir auch eine besondere Sensibilität dafür. Unsere bedeutsamen Schriftsteller, die im Exil aus Nazi-Deutschland waren, haben natürlich, ich sage nochmal natürlich, in ihrer Muttersprache, im Deutschen, ihrer Schriftsprache, in ihrer künstlerischen Sprache weitergeschrieben. Und die Pression, unsere neuen Mitbürger mögen gefälligst die deutsche Sprache lernen. Die deutsche Sprache ist der Zugang zu allem. Das ist ja auf der Alltagsebene richtig, aber viele, wenn man Thomas Manns reden hört, mit seinem starken Akzent, Oskar Maria Graf ist als Exilant in New York mit Lederhosen herumgelaufen, um sein Deutsch, um sein Bayerntum zu betonen. Damit gehen wir mit gewisser Belustigung um und wir haben unter uns eben, das merken wir oder Sie werden eben hier eingeladen, große Schriftsteller, die eine andere Kunstsprache haben. Und wir wissen noch gar nicht genau, was für bedeutsame Autoren und Autorinnen
wir möglicherweise hier haben oder die eben nicht im Deutschen schreiben werden, die aber eben Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Deutschland sind, aber keine deutschsprachigen. Und damit müssen wir uns beschäftigen, dass eben wir als ein Einwanderungsland eben auch glücklicherweise oder mit einer anderen Literatur beschenkt werden. Zumal man ja sagen muss, dass viele große Werke, die irgendwie jeder wahrscheinlich zum Kanon der deutschen Literatur zählen würde, im Exil entstanden sind. Brecht, Mann und so weiter. Also, und wenn man die verdonnert hätte jetzt in einer anderen... Also es gibt einige wenige, mich hat damals fasziniert, auch war für mich mit ausschlaggebend bei der Wahl dann meiner Studienfächer, dass jemand wie Nabokov das geschafft hat, seine ersten Werke in Russisch zu schreiben und später dann wirklich komplett auf Englisch zu schreiben. Das ist eine Entscheidung, natürlich. Das ist eine Entscheidung, die immer wieder gefällt worden ist. Auch junge Geflüchtete aus Nazi-Deutschland haben die Sprache gewechselt. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, und die sicher sehr, sehr schwer ist. Also die Gefahren und die Zumutungen, denen Schriftsteller im Exil oder die politisch verfolgt werden, ausgesetzt sind, sind natürlich nicht zu vergleichen oder nicht gleichzusetzen mit sozialen Unsicherheiten. Aber wenn ich als Sozialpolitikerin in so einer Zeit, wo wir auch schon wieder steigende Inzidenzien haben und es womöglich wieder Einschränkungen gibt, ich mit der Ehrenpräsidentin vom PEN da sitze, muss man auch nochmal über die soziale Situation von Kunstschaffenden sprechen. Wir hatten, um das vielleicht mal transparent zu machen, schon, als wir uns ausgetauscht haben, mal über die KSK gesprochen, die ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die wirklich ja auch erstritten werden musste, die ein unglaublicher Schatz ist, die es zu wahren gilt. Aber Sie haben ja auch beim PEN bestimmt immer wieder von Kunstschaffenden erfahren, denen es gerade noch mal in der Corona-Zeit, in den Einschränkungen wirklich materiell richtig ans Eingemachte ging. Ja, natürlich. KSK sollten wir vielleicht für die, die es nicht alle wissen, als Künstlersozialkasse ausschreiben. Die Künstlersozialkasse war ein, ja, quasi ein Wahlgeschenk der SPD an die Künstler und Künstlerinnen, dass sie sozialversichert sind, dass die Renten versichert sind. Das ist eine Besonderheit, die von anderen Ländern bewundert wird, auch mit gutem Grund. Das heißt, ganz durch die Maschen fällt natürlich niemand mehr, aber wer wenig verdient, logischerweise wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wird auch eine kleine Rente bekommen. Das ist nun mal in diesem System so, aber es ist zumindest etwas da. Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind nicht nobody und sind nicht... Um da kurz einzuhaken, wobei die Künstler, danke, dass Sie daran gedacht haben, das zu besetzen, die Künstlersozialkasse, natürlich auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass sie in dieser sozialen Schutzfunktion weiterbleibt. Ich erinnere mich noch, es gab vor ein paar Jahren mal so die ersten Versuche, dass die Zugangsbedingungen deutlich erschwert wurden, dass gerade Publizistinnen, die neu waren, die noch nicht so etabliert hatten, deutlich mehr hinterfragt wurden, also wo auch dann überlegt wurde, die Zuschüsse runterzufahren, also alles das, was es gibt an sozialen Schutz, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss auch immer wieder verteidigt werden. Ja, die Regel ist relativ klar. Die künstlerische Tätigkeit, so sage ich es mal ganz vage im Beamtendeutsch, muss auf Dauer angelegt sein. Und das weiß natürlich ein junger Mensch von 25, der die ersten Schritte in die Gedichte oder in die bildende Kunst macht, nicht in jedem Fall. Und das heißt, das Limit des Eintritts heißt ein Jahreseinkommen von 5.800 Euro. Und das ist natürlich weniger, als ein Student, eine Studentin zum Leben hat oder was jedes Stipendium wäre. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, weil es ist eine offene Situation, was aus jemandem wird, der beschließt, freier Künstler, freie Künstlerin zu werden. Und das ist, die Eintrittslage ist sicher schwierig zu setzen, zumal da immer neue Berufe hinzukommen, die Spieleentwickler, die ganzen neuen Medien schaffen neue Berufe. Ist ein künstlerischer Blogger, eine Bloggerin,
Künstler, Künstlerin, oder ist das jemand, der hobbyweise solche Dinge macht? Diese Differenziertheit, dass sich diese Berufe verändern, spielt eine große Rolle. Was aber bei der KSK sicher erstaunlich ist oder worüber man Zahlen herausbekommen kann oder ganz einfach, man geht auf die Website, ist die Einnahmenseite. Und die Einnahmenseite, die man da erfährt von den verschiedenen Sparten, die ist ziemlich grausam. Ich habe mal Zahlen mitgebracht. Das erhöht den dramaturgischen Effekt der Zahlen, die jetzt kommen. Oh ja, die Zahlen sind in der Tat furchtbar. Die Einnahmen, das heißt aber, die Einnahmen heißt nicht das allgemein Verdiente, sondern das heißt, die Betriebsausgaben sind abgenommen. Also fürs Arbeitszimmer, für den Computer, für Fachliteratur und so weiter. Also die Betriebsausgaben sind weg, das heißt, die Betriebseinnahmen sind es nur. Die sind bei Männern unter 30 im Jahr 20.000, bei Frauen 18.000, bei Männern 30 bis 40 22.000, bei Frauen 18.000. Und nun kommt etwas ganz Schreckliches, was mir jetzt eben nochmal vor Augen stand. Der Gender Gap wird zwischen 40 und 50 und 50 und 60 viel, viel größer. Und es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum plötzlich 8.000 Euro dazwischen sind. Bei den Männern 40 bis 50 27.000, bei den Frauen 19.000. Bei den 50 bis 16-Jährigen 27.000, Frauen wieder 19.000. Bei den über 60-Jährigen ist es noch größer. Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Bei den Männern 20.000, bei den Frauen 16.000. Ich verstehe es nicht. Man könnte bei den jüngeren Frauen sagen, nun ja, das sind Ausfälle vielleicht deutlich durch die Kinder. Aber es ist bei Schauspielerinnen, wir sind im Roten Salon der Volksbühne, ja viel noch dramatischer noch, dass eben die Rollenangebote viel, viel kleiner sind. Und es gibt überhaupt keinen Grund. Möglicherweise sind die Verträge für Frauen schlechter. Oder Frauen kämpfen vielleicht weniger um ihre Honorare, geben sich mit etwas zufrieden. Also diese Zahlen haben mich wirklich entsetzt. Dass sie generell niedrig sind, ist das eine. Aber wir vom feministischen Ufer sollten konstatieren, dass sie für Frauen eigentlich erschütternd sind. Und wir werden an diesem Thema auf jeden Fall dranbleiben. Ich politisch und vielleicht auch bei alles anders. Weil das ist ein Zustand, der sich ändern muss. Und damit er sich ändert, müssen wir auch darüber sprechen und Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen. Insofern ist es gut, dass es auch zum Beispiel. An dieser Stelle. Das ist mal die Frage. Ja. Was man tun kann, meine tiefe Überzeugung ist, dass die ungleiche Bezahlungen, die ungleichen Renten haben, also ich als marxistische Feministin bin der tiefen Überzeugung, geschult an Frieka Haug, das basiert alles auf der ungleichen Verteilung der Tätigkeiten. Also wir wissen aus der Zeitbudgeterhebung, dass Frauen und Männer im Durchschnitt gleich viele Stunden pro Tag rackern. Aber bei Frauen ist der Anteil der unbezahlten, liebevollen Sorge, Familienarbeit doppelt so hoch wie bei Männern im Schnitt. Bei Paaren mit Kindern ist es deutlich, deutlich höher. Und ich glaube, da muss es eine Umverteilung geben. Da kann Politik was tun über andere Steuergesetze, andere Sozialgesetzgebung. Da steht uns aber auch ein Kulturkampf bevor. Ich würde sagen, es ist ein Kulturkampf, von dem am Ende beide Seiten was zu gewinnen haben. Das Thema werden wir weiter verfolgen. Danke, dass Sie das an der Stelle angesprochen haben. Ich will noch mal die Zahlen, die Sie genannt haben, die Jahreseinkommen 18.000, 20.000, nur noch mal ins Verhältnis. Wir sagen, dass die Armutsrisikoquote im Monat bei 1.000, also je nachdem, wie sie berechnet wird, bei 1.200 Euro liegt. Das heißt, die sind faktisch alle
knapp unter oder nur ganz knapp über der. Von diesen Einnahmen, von denen ich gesagt habe, davon wird ja nicht gelebt. Wir sind ja Unternehmer und Unternehmerinnen. Davon muss natürlich Steuern gezahlt werden. Davon muss Umsatzsteuer gezahlt werden. Das heißt, wenn man die Summe hört, ist es das eine. Da sind nur die Dinge weg, die einfach zum Beruf gehören, also Arbeitszimmer und so weiter. Aber das ist nicht die Summe, von der gelebt werden kann. Erstens Akquise, Recherche. Genau. Die Fahrten zur Archiv. Genau, die Fahrten zur Recherche natürlich, ja. Und was jetzt die Pandemie betrifft, so sind Bücher verschoben worden. Die Autoren haben mit der Einnahme in diesem Frühling gerechnet. Nein, das Buch kommt erst sehr viel später. Das heißt eben, es macht einen im Kopf auch unsicher. Etwas ist im Kopf abgeschlossen, man könnte an was Neues gehen. Indem es nicht rauskommt, bleibt man doch daran haften. Und natürlich alle Veranstaltungen sind weggefallen. Und das ist ein riesiger Punkt. Ich kann von mir sagen, ich bin sicher kein Sonderfall. Ich habe im Jahr 20 ein Fünftel von dem verdient, was ich im Jahr 19 verdient habe. Ich kann sagen, ich habe altersgemäß Rücklagen. Für die anderen, für die Jüngeren ist der Neustart Kultur sehr, sehr spät angelaufen. Die Formulare, die auszufüllen waren, um Beihilfen zu kommen, waren sehr, sehr schwierig. Sie waren so, als würde man für Rentenbezüge etwas ausfüllen, dass also viele junge Kolleginnen und Kollegen furchtbar darüber gestöhnt haben, wie kompliziert, wie bürokratisch das war. Aber es sind natürlich dadurch ganz große Notsituationen jetzt entstanden. Ein Fünftel von dem, was sie im Vorjahr verdient haben, Lebenshaltungskosten lassen sich nicht um 4/5 reduzieren auf einmal. Ich fand das in der Corona-Zeit halt nochmal so Schwachstellen unserer sozialen Systeme deutlich geworden sind. Weil es gibt natürlich Dinge, die sich bewährt haben, wie das Kurzarbeitergeld, was ja auch dann international zum Exportschlager geworden ist, was jene aufgefangen hat, die in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis sind und die zumindest davor einen guten Lohn hatten. Also wenn du schon niedrigen Lohn hattest. Aber für jene, die eben nicht in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis sind, war die einzige Antwort, die Bundespolitik hatte, beantragt Hartz IV. Ja, das ist wirklich eine Art von Beschämung, dass klar war, Hartz IV gilt ja für die Menschen, die keine Arbeit haben. Künstler und Künstlerinnen arbeiten immer zu. Sie sind ja, ihr Arbeitsauftrag kommt von ihnen alleine. Und das Dilemma ist dann wirklich, dass diese Vorstellung, was sind Menschen, die autonom das Bedürfnis haben zu arbeiten, das Bedürfnis haben oder die Fähigkeit, schöpferisch zu sein, deren Kanäle nun mal verstopft worden sind. Ich habe da also doch darin auch eine große Missachtung des Kreativen, des Schöpferischen gesehen, was dann eben am Ende doch einigermaßen mit Maßnahmen versucht zu flicken, wurde. Aber die Irritation, dass alles Mögliche vorkommt in der Gesellschaft, ich weiß nicht, an welche Berufsgruppen oder an welche Etablissements gedacht wurde, aber eben an Künstler und Künstlerinnen, Freischaffenden nicht. Das waren die Solo-Selbstständigen haben ein kleines Kosmetikstudio und sie machen dieses und jenes. Also Schuhputzer und Schuhputzerinnen und Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren plötzlich in einem Boot. Und das schien mir doch eine riesige Missachtung dessen, was einfach die Kunst und die sie ausüben leistet. Das gab ja, das ist vielleicht das, was man als eine der Lehren aus dieser Krise ziehen muss. Wir brauchen eine Art soziale Garantien, die nicht in der Hartz-IV-Logik funktioniert, zumal dann die ganzen Zumutungen kommen, dass sofort das Partnerin-Einkommen mit angerechnet wird, was ja Leute dafür bestraft, wenn der Partner oder die Partnerin noch einer Arbeit nachgeht. Das war
bisher nicht möglich auf Bundesebene, auch wenn es dafür ganz unterschiedliche Formulierungen gab. Die einen haben das Kurzarbeitergeld für Kunstschaffende genannt, die FDP hat eher vom Unternehmerlohn gesprochen, ich habe eher von sozialen Garantien oder Krisengrundeinkommen gesprochen. Ich weiß, auf Landesebene in Berlin hat sich Klaus Lederer dafür stark gemacht, dass es Stipendien gibt, 2000 Stipendien für Kunstschaffende, die auch verlost werden mussten, weil es natürlich viel größeren Bedarf gibt, aber das war immerhin eine konkrete Sache. Also ich würde sagen, das ist so eine Aufgabe, der sich nach wie vor die Politik stellen muss, dass es da eine andere Form von sozialer Absicherung braucht. Ich würde sagen, nicht nur in Krisenzeiten. Aber um mal einen kleinen Werbeblock hier einfließen zu lassen, man kann natürlich auch selber was tun zur Unterstützung von Kunstschaffenden, indem man Bücher kauft, wie die von Ihnen, wie von Nora Bossong. Man kann ins Theater gehen, wie in die wunderbare Volksbühne und dort auch das mit unterstützen. Dieser Werbeblock musste sein. Und weil wir jetzt schon über eine Stunde reden, würde ich gern den dritten Zeitsprung mit Ihnen wagen. Wir haben jetzt über die aktuelle Krisensituation gesprochen. Sie haben ja einen sehr weiten Blick auf die Situation von Schreibenden. Was würden Sie sich für die nächsten 10 Jahre an Kunst- und Kulturpolitik wünschen? Oder wo sollte Deutschland in 10 Jahren in der Kunst- und Kulturpolitik stehen? Es fiel mir auf, in diesem Wahlkampf, dass Kultur überhaupt keine Rolle gespielt hat, bei keiner Partei. Wenn ich nur Künstlerin wäre und nicht auch Staatsbürgerin, ich wüsste nicht eigentlich, wie ich mich hätte verhalten sollen. Und das, es ist einfach kein Thema, es ist kein politisches Thema. Und das habe ich sehr bedauert. Was Kultur und was Kulturpolitik sein könnte, sein müsste, hieß einfach den Wert des Nichtmateriellen in den Raum zu stellen. Man spricht heute erstaunlicherweise ja längst von Kreativwirtschaft. Und in der Tat, gerade in Berlin, wird durch Kultur enorm viel generiert. Die Museen, die Museumsgänger, der ganze Tourismus, der Berliner Tourismus ist ja nicht nur ein Clubtourismus, er ist vorwiegend ein Kulturtourismus, obwohl die Clubs vielleicht auch zur Kultur zum Teil gehören, das will ich dahingestellt lassen. Aber das Wort Kreativwirtschaft überdeckt auf eine elegante Weise, dass jenseits der Wirtschaft das, was Künstler und Künstlerinnen tun, was die Institutionen tun, einen Wert in sich hat. Dass eine Gesellschaft sich dadurch strukturiert, indem sie sich in der Kunst auch über sich selbst klar werden kann oder dass Künstler und Künstlerinnen ihr helfen, über sich selbst klar zu werden. Übrigens auch über ihre Geschichte, wie wir an meinen Büchern festgestellt haben. Und da scheint mir Kulturpolitik einfach hemdsärmlich doch vielfach Dinge hin und her zu schieben. Wer wird jenes leiten oder wen deckt man an diese Stelle? Bauen wir noch ein Museum hier oder dort? Der Wert des auch der Wert, der in der Kunst auch ein utopischer Wert ist, der geht mir verloren. Man hört immer wieder von Politikern oder Politikern, dass sie eigentlich Leser sind oder dass am Abend doch ein Gedicht doch etwas sehr Schönes ist. Das ist ja alles wahr. Aber die Kraft der Überwältigung eigentlich, die Kunst bedeutet, ist etwas, was ich denke, was viel deutlicher auch als eine Art von, ja, für eine Art von Gabe oder eben auch ein Geschenk, was Kultur in einer Gesellschaft bedeutet, in den Vordergrund gestellt werden müsste. Das schließt ganz gut den Bogen zu dem ersten Gespräch, was wir hatten mit Nora Bossong, wo wir auch darüber gesprochen haben, die Kraft von Kunst, Utopisches vorauszudenken.
Also manchmal kann man ja auch den Glauben an diese Kraft verlieren. Trotz alledem gab es dann wieder sozusagen eine Annäherung daran. Ich fand immer, dass Kunst einfach ein anderes erstmal Eintauchen in andere Welten, andere Wahrnehmungen ermöglicht, aber natürlich auch anderes vorstellbar macht und einen hilft, sozusagen ein bisschen rauszukommen aus eigenen Denkblockaden. Und das kann für ganz vieles den Boden bereiten. Was dann daraus passiert, das muss vielleicht jede Leserin und jeder Leser für sich selber ausmachen. Und manchmal gibt es ja auch eine gesellschaftliche Verständigung dazu. Ich würde Ihnen gerne noch zwei persönliche Fragen stellen. Als wir über die Künstlersozialkasse gesprochen haben, haben Sie gesagt, es muss eine künstlerische Tätigkeit auf Dauer angelegt sein. Das weiß nicht jeder, der anfängt zu schreiben. Gab es bei Ihnen mal Zweifel daran, dass Ihre Tätigkeit als Schreibende, Kunstschaffende, Literatin auf Dauer ist? Oder war für Sie immer klar, das ist meine Berufung, das ist mein Leben, meine Arbeit? Naja, es war natürlich der Wunsch danach da. Aber es gibt selbstverständlich keine Garantie dafür, dass es so wäre. Und ich bin eine relativ vernünftige Person und habe mein Studium oder meine Arbeit so begonnen, dass klar war, so der Plan A, Schriftstellerin zu werden, nicht gelingt, gibt es Plan B. Ich war mal Theaterdramaturgin gewesen und dachte einfach, nun ja, man kann wieder hineingehen oder herausgehen. Dann hat sich das Theater aber so mit der Zeit geändert. Es ist ja kein Stücktheater mehr, sondern eben ein Theater der Regisseure natürlich auch geworden. Stücke braucht man gar nicht mehr so sehr oder eben Dramaturgen und Dramaturginnen bilden ein Team natürlich. Sie leben nur noch im Team oder in einer Familie, in einer Theaterfamilie, dann war klar, das werde ich nicht mehr tun und das möchte ich auch nicht mehr tun. Aber dass ich immer schreiben würde, war überhaupt nicht die Frage und das ist auch jetzt nicht die Frage. Und Sie haben ja schon ein neues Buch. Verraten Sie uns was darüber? Ja, es gibt im Frühling ein Essayband, der heißt Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen. Gibt es unseren heutigen Abend vielleicht anschließend einen langen Essay über das Träumen in Diktaturen. Wie träumen Leute unter Pressionen? Es gibt den letzten Teil unter Bäumen, handelt von, also ich bin ja keine Naturschriftstellerin, sondern es handelt davon, wie unter welchen Bedingungen Exilanten, zwei Dichter, neben ihrem Beruf als Dichter Apfelzüchter geworden sind, auch mit der Vorstellung, sich vielleicht zu verwurzeln. Und ich wollte lange Zeit eine Reise nach Kirgisistan und nach Kasachstan in das Urgebiet der Apfelzucht machen. Das ist durch Corona nicht möglich gewesen. Und nun habe ich eine fiktive Reise gemacht, die vielleicht noch intensiver war als die reale Reise, die ich gemacht habe. Und daraus ist ein langer Essay entstanden über, ja, natürlich spielt das auch eine Rolle, dass eben unsere Nahrung eben doch auch eine ganz andere ist als die Nahrung, die wir vielleicht in einer Ursituation haben wollten oder gehabt hätten. Und das ist so ein 400-Seiten-Buch mit sehr vielen Bildern, weil ich mich auch sehen mit sehr viel Kunstgeschichte beschäftigt habe. Das Buch erscheint wann und wo? Es erscheint Ende Februar im Verlag Jung und Jung, wie diese Bücher auch entstanden sind. Vielen Dank, Ursula Krechel. Falls jemand von Ihnen noch Zweifel hat an dem Wert des Nichtmateriellen, wie Frau Krechel gesagt hat, den kann ich nur das Lesen von Büchern und Romanen empfehlen, zum Beispiel Landgericht, Geisterbahn oder das neue Buch. Damit endet der zweite Akt von Alles anders. Ich ende mit einem kleinen Ausblick. Am 11.12., das ist der Vorabend vom dritten Advent, gibt es dann die dritte Folge. Da ist Stefan Lessenich hier mein Gast. Der ist zum Beispiel Autor des Buches Neben uns die Sinnflut, hat als Professor die Leitung des Institutes für kritische Theorie in Frankfurt übernommen. Das Institut, wo einst Marcuse, Adorno, Habermas und andere lehrten. Mit ihm wollen wir uns kurz vor der Weihnachtspause zum Beispiel ins Handgemenge der Wissenschaftspolitik begeben.
Vielen Dank nochmal, Ursula Krechel, und bleiben Sie uns gewogen bei Alles Anders. Dankeschön.